Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus zusammen zu einer neuen Folge von Frag Fabian. Auch heute geht's erwartungsgemäß um die Corona-Krise, die sich derzeit ja wie Mehltau über unser aller Lebenswirklichkeit und Alltag zu legen scheint. Mir hat heute der Andi aus der Oberpfalz geschrieben, er schreibt mir, die Situation in meiner Heimatregion ist zwischenzeitlich mehr als eskaliert. Der Deutsche Bundestag hat die entsprechenden Gesetze zur Bewältigung der Corona-Krise in einem einzigen Tag auf den Weg gebracht. Wieso braucht hier im Bayerischen Landtag für das Infektionsschutzgesetz mehr als eine Woche? Ja, lieber Andi, dazu drei grundsätzliche Hinweise. Zum einen glaube ich schon, dass insbesondere die bayerische Staatsregierung, getragen von Freien Wählern und CSU, in den letzten Tagen unter Beweis gestellt hat, wie leistungsfähig und auch wie konsequent eine bürgerliche Regierungskoalition agieren kann. Wir waren ein gutes Stück weit die Benchmark in Deutschland und für die deutschen Länder für alle Maßnahmen bei der Krisenbewältigung. Bayern ist immer wieder einen Schritt vorangegangen und die anderen Länder haben glücklicherweise nachgezogen. Deshalb meine ich schon, dass wir hier in Bayern mit Maß und Ziel und mit dem richtigen Augenmaß, aber doch in der gebotenen Geschwindigkeit Handlungsfähigkeit unter Beweis gestellt haben. Zum anderen jetzt das Infektionsschutzgesetz betreffend, bin ich sehr dankbar dafür, dass wir auch das über die Grenzen aller Fraktionen hinweg konzentrieren konnten, dass es dort eine Einigkeit gibt, denn für diese ganzen Schnellverfahren in der Gesetzgebung, die derzeit einfach alternativlos und angezeigt sind, braucht es immer die Zustimmung aller Fraktionen in einem Parlament, so auch im Bayerischen Landtag. Und das funktioniert grundsätzlich gut. Alle Kolleginnen und Kollegen auch aus der Opposition verhalten sich nach meinem Dafürhalten tatsächlich sehr verantwortungsbewusst und auch verantwortungsvoll. Beim Infektionsschutzgesetz war es nun tatsächlich so, dass wir als regierungstragende Fraktionen es gerne gesehen hätten, wenn wir die Geschäftsordnung des Bayerischen Landtags außer Kraft gesetzt hätten und an einem Tag ohne die Ausschussberatungen, was notwendig ist, auf den Weg gebracht hätten. Da gab es Vorbehalte, insbesondere bei der sozialdemokratischen Fraktion und bei der grünen Fraktion. Es gab den Wunsch, zunächst eine Ausschussberatung zu haben. Es gab den Wunsch, dann noch einmal in einer zweiten Lesung ins Parlament zu gehen. Wir haben diesem Wunsch entsprochen, weil es auch dafür natürlich vor dem Hintergrund der Einschränkung sensibler Rechte gute Gründe gibt und weil wir vor allen Dingen jetzt in dieser Krisensituation die Reihen unter den Demokratinnen und Demokraten schließen müssen, ja, weil wir alle mitnehmen wollen, alle mitnehmen müssen und deshalb jetzt diese Vorgehensweise in Bayern mit einer ersten Lesung, mit einer Ausschussberatung und mit einer zweiten Lesung, sodass es bei uns jetzt 6 Tage dauert, bis dieses Gesetz verabschiedet wird. Ich hoffe sehr, dass diese 6 Tage uns nicht lähmen, dass wir nicht schon früher in eine Situation kommen, in der wir die Möglichkeiten dieses Gesetzes dringend brauchen würden. Deshalb hätten wir Freien Wähler es lieber gesehen, wir hätten es an einem Tag geschafft. Aber Andi, auch das Infektionsschutzgesetz auf Bundesebene gibt uns schon weitreichende Möglichkeiten. Ich hoffe sehr, dass wir bis nächsten Mittwoch damit klarkommen und dass wir dann in großer Einhelligkeit der Fraktionen auch dieses bayerische Infektionsschutzgesetz auf den Weg kriegen. Auch damit ist Bayern wieder die Benchmark, auch da gehen wir wieder voran. Und meine Prognose ist, dass auch das wieder beispielgebend wird, dass auch das die anderen Bundesländer dann hoffentlich nachmachen werden. In diesem Sinne, glaube ich, sind die Menschen in Bayern insoweit bestens aufgehoben, als die bayerische Staatsregierung, als die regierungstragenden Fraktionen und auch der Bayerische Landtag in der gebotenen Sorgsamkeit hochkonzentriert und mit Hochdruck das tun, was jetzt zur Krisenbewältigung notwendig ist. Und ich glaube, dass es uns auf diesem Wege auch gelingen wird, diese Krise bestmöglich zu meistern. Garantien gibt es im Moment keine, nicht für die Maßnahmen, nicht für ihre Verschärfung, nicht für ihre schnelle Rücknahme. Aber ich glaube, es gibt auch eine breite Solidarität in der Bevölkerung, das jetzt so zu machen, wie wir das vorschlagen, um eben besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen, um unsere Seniorinnen und Senioren und Menschen mit Vorerkrankungen bestmöglich zu schützen, um sicherzustellen, dass unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird, dass Situationen wie in Italien hier in Bayern niemals eintreten und um auch unsere bayerische Wirtschaft entsprechend über diese Krise hinwegzutragen. Ich glaube, wir machen es bisher sehr richtig. Ich bin dankbar, dass wir es sehr entschlossen tun, entschlossener als andere Regierungen. Und ich glaube, dass wir damit in Bayern auf dem richtigen Weg sind, werbe ausdrücklich für die Unterstützung der Bevölkerung, für die von uns vorgeschlagenen Maßnahmen, aber auch für die Unterstützung aller Fraktionen. Und wenn es gelegentlich dann noch ein bisschen schneller gehen würde und könnte, dann wären wir als regierungstragende Fraktionen dafür sehr dankbar. Wenn auch ihr Fragen habt zur Corona-Krise oder darüber hinaus, postet sie gerne unten in den Kommentaren.
Ich kümmere mich drum bei Frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.